Was gibt es vom Rückrundenstart bei Hertha zu Hause gegen Augsburg Neues? Der Bundesliga-Dritte scheint gut gerüstet zu sein. Um die spielerische Qualität zu verbessern, wurde viel mit dem Ball gearbeitet. Die Mannschaft sollte ihren Rhythmus finden. Sebastian Langkamp zwickt es noch im Oberschenkel und sollte es zu eng für ihn werden, wird Paul Dardai Captain Fabian Lustenberger aus dem Mittelfeld ins Abwehrzentrum rücken. Den frei werdenden Platz im Mittelfeld könnte sich Alexander Baumjohann oder Tolga Cigerci erkämpfen. Die erfolgreiche Mannschaft der Hinrunde hat mit Recht beim Trainer einen Bonus. Neuzugang Sinan Kurt vom FC Bayern, 19 Jahre jung, muss deshalb erst einmal bei der U23 Spielpraxis bekommen. Beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach fand Paul Dardai Geschmack am Auftreten seiner Mannschaft. Das Team zeigte Moral. Gegen eine starke Borussia lag Hertha erst mit 2 Toren zurück und schaffte dann doch noch den Ausgleich. Torhüter Sascha Burchardt erwischte beim 1:4 gegen Bochum mit Oberschenkelproblemen einen schwarzen Tag. Die Schulterverletzung von Thomas Kraft macht der ehemaligen Nummer 1 immer noch Probleme. Marius Gersbeck verließ das Trainingslager in der Türkei frühzeitig und macht sich auf dem Weg zum Drittligist Chemnitz. Als Leihgabe soll er dort Spielpraxis sammeln. Rune Jahrstein dürfte in der Rückrunde im Kasten stehen. Leider ist auch er angeschlagen infolge einer fiebrigen Erkältung. Gegen das Team aus Liechtenstein deutete es sich an, wie Hertha am ersten Rückrundenspieltag gegen Augsburg bestimmt auflaufen wird. Es war die Mannschaft, die am letzten Hinrundenspieltag gegen Mainz im Olympiastadion begeisterte. Trainer Paul Dardai machte auch hier seinen Spielern klar, dass die erfolgreiche Mannschaft des letzten halben Jahres einen Bonus hat. Nach Rückkehr der Langzeitverletzten steigt allerdings der Konkurrenzkampf gewaltig. Paul Dardai freut sich über so viele Spieler. Er weiß aber auch, unzufriedene Spieler können gewaltig die Chemie im Team stören. Namhafte Spieler kehrten zurück. Enes Benhatira, Peter Pekarik, Julian Schieber, Roy Behrens und, erwähnt hatte ich schon, Alexander Baumjohann und Tolga Cigerci. Die Tatsache ist, es will naturbedingt eben jeder Spieler spielen. Hertha hat jetzt immerhin 30 einsetzbare Profis. Ich wiederhole, 30. Ronny bleibt für den Club immer noch ein Fragezeichen. Trainer und Kapitän stimmen darin völlig überein. Wie erfolgreich die Vorbereitung in Belek wirklich war, zeigt sich erst am 23. Januar. Dann will Hertha erfolgreich in die zweite Saisonhälfte starten.